Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Video zu Pokémon Purpur. Ja, für euch jetzt der Hinweis, ja, im letzten Video waren wir hier in der Gegend unterwegs und haben ein bisschen unser Pokémon, ja, trainiert und gelevelt. Jetzt, in diesem Video geht es jetzt tatsächlich in die erste Arena. Wir versuchen, den ersten Orden zu holen. In dem Fall liegt die Betonung wissentlich auf Versuchen, denn ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir vielleicht hier auch einen auf die Nase bekommen. Ich will es nicht hoffen, ja, ich will mal meinen, dass wir das ja doch dann vielleicht einfach am ersten Versuch auch schaffen. Für diejenigen, die das letzte Video nicht gesehen haben, ne, weil ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass natürlich jedem freigestellt ist, sich das Ganze anzuschauen. Sollte es wer nicht gesehen haben, kann ich ja vielleicht mal ganz kurz darauf eingehen, was überhaupt im letzten Video passiert ist. Denn ihr seht zum Beispiel, wir haben jetzt ein Mankey uns zulegen können. Wir haben einen Honweisel, Level 25. Ja, das habe ich hier auf wilder Bahn quasi hier finden können und es dann auch glücklicherweise fangen können. Ja, Level 25 schon mal gar nicht so schlecht, ne? Denn ihr seht, also das ist jetzt doch sehr weit über allen anderen teilweise. Könnte ein krasser Vorteil für uns auch sein gleich, ja. Schauen wir auf jeden Fall. Das Nektar haben wir jetzt auch noch mit ins Team aufgenommen. Hat Level 19, das war in dem Fall dieses Terra-kristallisierte Dicta, was wir gefangen haben. Und das Pikachu hatten wir jetzt auch. Ich meine, das ist ja auch jetzt im letzten Video hinzugekommen, ne? Also eigentlich sind die jetzt nur noch hier Quax, der ja dann inzwischen sich auch entwickelt hat zu Fuentente und Dartiri. Das ist unser aktuelles Team. Damit versuchen wir den ersten Orden jetzt zu holen. Und ich würde sagen, wir verlieren jetzt keine Zeit, gehen jetzt da rein und schauen jetzt uns erstmal, ja, die erste Arena in dem Sinne ja mal an. Wir werden sicherlich ja auch noch auf andere Trainer hier treffen. Nehme ich mal stark an. So, schaut mal an. Da ist eine Mila. Hey, Jupp. Du bist also zu dieser Arena gekommen. Heißt das etwa, was ich denke, dass es heißt? Du willst die Arena-Orden sammeln und dich der Pokémon-Liga stellen? Ja. Das war der Plan. Super, ich wusste es. Gut, dass ich es dir vorgeschlagen habe. Bevor du gegen eine Arenaleiterin oder einen Arenaleiter antreten darfst, musst du erst noch die Arena-Prüfung meistern. Diese Prüfung verläuft in jeder Arena anders, also informiere dich am besten beim Empfang. Hier, die sind für dich. Denk an mich, wenn du deine Pokémon damit heilst. So, drei Supertränke, sehr gut. Es freut mich total, dass du auch Champ werden möchtest, Jupp. Ich kann es kaum erwarten. Also dann, halt dich ran. Ich bin so hibbelig. Am besten kämpfe ich dabei einfach gegen all die Trainer, die es hier gibt. Jetzt bin ich mir immer noch nicht ganz sicher. Habe ich denn jetzt mich offiziell für die Arenen entschieden und gegen? Nein. Es ist immer noch alles verfügbar. Ich denke mir halt so, warum wird da immer drauf eingegangen? Ich möchte halt möglichst alles hier machen, wenn das geht. Naja, egal. So, wir sprechen mal hier mit dem Kollegen da. Willkommen in der Arena von Moldrit. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer registrieren. Herausforderer. So, langsam. Der Name ist Jupp, sagst du? Alles vollkommen richtig. Bevor du dich mit Arenaleiterin Rona messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, am Olivenrollen teilzunehmen. Der Olivenanbau spielt eine bedeutende Rolle hier in Moldrit. Seit Generationen veranstalten wir daher das Olivenerntefest, um eine reiche Ernte zu erbitten. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du einen Ball, der einer Olive nachempfunden ist, ins Ziel rollen. Wenn dir das gelingt, werden wir nächstes Jahr sicher mit einer reichen Olivenernte belohnt. Wende dich für Details bitte an das Personal vor Ort. Der Austragungsort für das Olivenrollen ist nördlich der Stadt. Ich markiere ihn für dich auf deiner Karte. Viel Erfolg. Mhm. Jetzt weiß ich auch, wofür das Feld da draußen war, das wir im letzten Video gesehen haben. Also ich gehe mal stark davon aus, dass er dieses besagte Feld damit meint. Nämlich da vorne links. Dieses grüne Ding, was so aussieht wie ein Ei, das habe ich jetzt auch nicht so direkt als Olive einordnen können. Aber naja, was soll's. So, müssen wir jetzt mit ihr hier sprechen. Hier, Olivenrollen.
Willkommen am Austragungsort für das Olivenrollen. Bei dieser Arena-Prüfung musst du einen riesigen Olivenball bewegen, indem du ihn kräftig anstößt. Hier geht es also um Muskelkraft und Ausdauer. Bewältige die verschiedenen Hindernisse und befördere den Olivenball ins Ziel. Gelingt dir das, hast du bestanden. Möchtest du dich an der Arena-Prüfung versuchen? Selbstverständlich wollen wir das. Großartig, dann sprich den Wunsch nach einer reichen Ernte aus und bring den Ball mit aller Kraft ins Rollen. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. So. Geräusch ist aber auch geil. Boing, boing. Kann ich nicht einfach so darüber überhieven? Naja. Also komisch, dass auch irgendwie aussehen mag. Ich finde die Idee ja eigentlich schon lustig. Ne? Ist mal irgendwie was anderes, oder? Hier in dieser ja doch sonst sehr monotonen Pokémon-Welt, wie ich finde. So, rein da in die Hütte. Ja, damit ist die Arena-Prüfung auch bestanden. Jetzt ruhig ein klein wenig schwerer sein können, aber naja, vielleicht ist es ja auch nur die erste Runde von 10 oder sowas. Wenn das Spiel überhaupt nochmal was macht hier. Ach, guck mal an. Dank dir dürfen wir uns wohl auch im nächsten Jahr auf eine reiche Ernte freuen. Du hast die Arena-Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Bitte sag am Empfang in der Arena Bescheid, wie deine Prüfung ausgegangen ist. Und viel Erfolg beim Kampf gegen die Arena-Leiterin. Okay. Hätte ich nicht einfach vorher schon sagen können, dass wir es bestanden haben? Schriftlicher Nachweis ist ja jetzt auch nicht so richtig erforderlich, offensichtlich. Nun denn. Aber jetzt frage ich mich, geht's denn jetzt direkt zur Arena-Leiterin oder treffen wir vorher nochmal auf andere Trainer. Wir werden es jetzt sehen. So. Servus, grüezi. Hallo, Jupp. Dein Olivenrollen scheint ein voller Erfolg gewesen zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserer Arena-Leiterin stellen. Möchtest du Arena-Leiterin Rona die honigsüße Käferkönigin herausfordern? Ja. Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Gut. Scheinbar ist es dann tatsächlich so, dass wir direkt auf die Arena-Leiterin treffen. Nicht vorher noch irgendwelche Trainer besiegen müssen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ach, jetzt sind wir da oben. Ach, da ist dann... Ah, ist klar, ich verstehe. Ist schön auf, mein liebes kleines Vivillon. Vivillon. Na, wen haben wir denn da? Das ist aber ein entzückender Trainer. Vielen Dank für deine Hingabe beim Olivenrollen. Oh, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Rona, die Inhaberin der Konditorei Mukorossi. Ach, Moment. Wir sind ja hier auf dem Kampfplatz der Moldred Arena. Verzeihung. Ich bin Rona, die Arenaleiterin hier. Wenn ich nicht meinen Pflichten in dieser Arena nachgehe, arbeite ich als Konditorin und kreiere süße Leckereien.
Was haben Süßigkeiten, die dich mit einem bisschen glücklich machen, und Käfer-Pokémon, die sich in Pflanzen verstecken, gemeinsam? Beide mögen klein sein, können aber einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bleib standhaft, sonst hauen wir dich aus den Socken. Ja, ich mag auf jeden Fall schon mal die Energy hier. So. Fuentente. Wenn du meine Käfer-Pokémon für süß und ungefährlich hältst, hast du bald ein Problem. Ja, pass mal auf jetzt hier. Ja. Ich glaube, unsere Pokémon sind doch so stark, dass das wird jetzt ein Klacks, wird das. In dem Fall kann man jetzt mal vielleicht noch ein bisschen auf die Materie jetzt hier eingehen, ja. Also sie trainiert ja Käfer-Pokémon. Das heißt, in dem Fall sind halt Feuerattacken, Flugattacken und Gesteinsattacken, wenn ich mich nicht täusche. Die sind auf jeden Fall von Vorteil. Ich habe für gewöhnlich einfach so das Gefühl, am liebsten immer einfach so Feuer-Pokémon mit jeder Menge Feuerattacken. Aber Flug- oder Gesteinattacken machen es halt eben genauso. Du kämpfst dich schlecht. Mal sehen, wie wir jetzt wieder auf die Beine krabbeln. Ja. So, die Ursa ist doch kein, Käfer-Pokémon, oder bin ich jetzt wohl? So. Die Ursa soll den Kokon abstreifen und sich in voller Pracht zeigen. Okay. Damit habe ich schon gerechnet. Hier sind meine leuchtenden Käferverzierungen. Sie schmecken bitter wie eine Niederlage. Dann machen wir mal Flügelschlag. Ja, das ist dann auch sehr effektiv. Guckst du, ne? Meine süßen Pokémon können nur noch auf ihren vielen Beinchen von dannen kriechen. Okay. Ja. Sogar während des Kampfes wächst deine Kraft wie ein guter Hefeteig. Ich selbst muss mich wohl noch weiterentwickeln. Meinen allersüßesten Glückwunsch, du hast gewonnen. Ich überreiche dir diesen Arena-Orden als Zeichen dafür, dass du mich besiegt hast. Yeah. Könnt ihr ruhig mal auch die selbstgebackene Leckereien à la Rona. So Leute, das ist der erste Orden. Okay, war jetzt doch wesentlich einfacher, als ich es gedacht habe. Wenn du eins Arenenorden hast... Nein, Quatsch. Wenn du einen Arenaorden hast, lassen sich Pokémon bis Level 25 leichter fangen und gehorchen dir. Die Leckerei scheint dir ja gut zu schmecken, geschmeckt zu haben. Möchtest du zum Nachtlicht noch eine TM? Ja. TM 21 anspringen. Der Anwender greift an, indem er das Ziel anspringt. Dadurch sinkt auch die Initiative des Zieles. Wusstest du, dass du mit einer TM-Maschine mehr von den TMs herstellen kannst, die du während deines Abenteuers erhalten hast? Möge dir eine honigsüße Zukunft bevorstehen. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Telefon klingelt. Hallöchen, Jupp. Meine Pokémon haben ein paar richtig coole neue Attacken erlernt. Da wirst du Augen machen. Wie lief's denn bei dir in der Arena? Oh. Es war hart, wäre ja jetzt eigentlich
völlig gelogen, ne? Juhu, Glückwunsch! Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Mann, bin ich froh, dass ich dich dazu ermutigt habe, Job. Ich bin aber auch überall und jederzeit schwer am Trainieren, musst du wissen. Die Paldea-Region ist ziemlich groß, deshalb würde ich dir empfehlen, immer die Karte im Blick zu behalten und dir ein Ziel zu setzen. Aber lass dich ruhig auch mal vom Wind treiben. Jenseits ausgetretener Pfade kann man tolle Abenteuer erleben, die einen stärker machen. Da fällt mir ein, was Pepper wohl gerade so treibt. Naja, egal, ich muss los. Lass uns nochmal kämpfen, wenn wir uns das nächste Mal treffen, ja? Bis dann. Tja. Das war's dann auch mit dem ersten Orden, beziehungsweise mit der ersten Arena. So, uns wird ja jetzt offensichtlich die Wahl gelassen, wie wir jetzt hier weiter vorgehen, richtig? Jetzt hat die Frage, was hätten wir hier jetzt? Psycho-Arena-Orden. Was ist denn, wenn ich jetzt hier... So, die blauen, die Straße der Sterne, das sind ja die... Team Star, ne? Hansel. Part der Legenden. Das sind ja dann wiederum diese überkrassen Pokémon, richtig? Tja. Nun gut. Ja, irgendwie bin ich jetzt gerade so ein bisschen verloren. Also, weil ich jetzt nicht weiß, was wird jetzt einem vorgegeben, gerade was die Arenen zum Beispiel angehen. Also. Was für ein Level muss ich idealerweise haben? Ist das egal, prinzipiell? Oder, also... Das würde mich zumindest schwer wundern, sagen wir es mal so. So, kann ich jetzt da nochmal näher ran zoomen? So, da sind wir. Da ist auch... Ah gut, hier sind überall Ausrufezeichen. Ja, ich... Oh Leute, ich weiß es nicht. So, was steht denn hier? So, Leiter der Mesclara Arena. Aoki. Aoki. Die außergewöhnliche Angestellte. Setzt unter anderem normale Pokémon ein. Der durchschnittlich starke Arenaleiter arbeitet hauptberuflich bei der Pokémon-Liga. Ist aber nicht sehr erfolgreich. Er liebt es zu essen. Ja. Ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die wir gemeinsam teilen. Ja. Ich... Wie gesagt, weiß es gerade nicht. Ist halt die Frage, ob wir sonst einfach mal uns das hier mal anschauen sollten. Ja. Ihr seht es, ne? Ich bin jetzt gerade komplett lost hier. Was das Thema angeht. Ist halt die Frage, ob wir mal jetzt zur Psycho-Arena gehen. So, Leiterin der Azarilla-Arena, Tulia. Das magische Make-up-Wunder. Mhm. Psycho-Pokémon 1. Eine sehr starke Arena-Leiterin mit einer Kosmetikreihe. Für die sie auch selbst modelt. Mhm. Boah, schwierig, Leute. Ich, wie gesagt, tue mich gerade ein bisschen schwer. Wie... unschwer zu erkennen. Okay, da konnte ich gerade nicht drauf reiten. Verstehe ich nicht. Vielleicht gehen wir jetzt erstmal hier einfach zur Pokécenter. So. Jetzt frage ich mich, ob sie uns irgendwie vielleicht was sagen kann, was wir machen können. So, wo könntest du als nächstes hin? Aha. Ich empfehle dir das Versteck der Segin-Bande von Team Star. Aha. Pinio, der Boss der Unlichtmitglieder, scheint auf einen merkwürdigen Gegner zu warten. Ah, sehr gut. Ich habe ein neues Ziel eingetragen. Gute Reise und bis bald. Ah, wenn du einmal nicht weiter weißt, ja, im Pokécenter wird einem jederzeit geholfen. So, wo müssen wir denn hin? Da. Ey, das mit dem Rauszoomen hier, ne? Ey.
Das nervt aber auch nur minimal. So, da ist dann also jetzt der nächste Punkt, wo wir idealerweise hin sollen, richtig? So, dann würde ich sagen, dann versuchen wir mal irgendwie hier hinzu. Achso, nee. Kann ich gar nicht hinfliegen. Das kann ich nur markieren. Na gut, dann müssen wir die Reise jetzt eben zu Fuß fortsetzen. Beziehungsweise auf unserem Motorrad, versteht sich. Ja. Jetzt natürlich auch wieder hier der Hinweis auch für euch. Also ich werde jetzt noch, ja, weiß nicht, 15, 20 Minuten. Wir werden uns ja jetzt eh dorthin bewegen. Ja, aber ich werde auf jeden Fall hier noch ein bisschen kämpfen und Pokémon fangen. Ja, für diejenigen, die da jetzt wenig Interesse daran haben. Ja, fühlt euch frei, geht auf jeden Fall sonst ins nächste Video über. Ja. Nun denn, so, der nächste Kampf steht an. Dich habe ich schon an der Akademie gesehen. Du bist vor kurzem hergezogen, nicht wahr? So, der Björn. So. Sicht. Was für ein stürmischer Neuzugang. So, weiter geht's. Okay, das heißt, kann minimal weird aus. Da nicht hoch, ne? So. Machen wir hier mal weiter. In der westlichen Zone 1 wird viel Strom durch Windkraft gewonnen. So, jetzt hier nochmal eine Kampfattacke ist natürlich auch gar nicht so schlecht, oder? Mal Akku-Knarre weg. Kinder haben so viel Energie, dass sie sich gar nicht aufladen müssen. Sagst du was? Da sagst du was. So, wir müssen uns ja auf jeden Fall hier links quasi aufhalten. So. Versuchen wir mal
Aber komm, wir machen es einfach mal platt erstmal. Zumindest möchte ich das gerne versuchen an dieser Stelle. Sehr schön. Sehr gut. So, da vorne ist noch wer, der gerne kämpfen möchte. Irgendwann ist es soweit. Irgendwann erreicht meine Kraft ihr Maximum. Aber was soll ich danach bloß mit mir anfangen? Silvester. Thema war jetzt auch ganz schnell vom Tisch. Hey, lass das mal weg. Vom Maximum bin ich noch weit entfernt. Ja, lass den Kopf nicht hängen, mein Freund, ne? Wir alle fangen ja mal klein an. Wenn das irgendwie hilft. Weiß man ja nicht. So. Der kommt da einfach nicht hoch, ne? Schauen wir mal eben. Und zumindest mal nach vorne hin und nehmen dann auch die Punkte da mit. Oh, ein Warblu. So, habe ich das jetzt mitgenommen? Ja, ne? Ja. Wollen wir mal ein Warblu mitnehmen? Komm, wir nehmen mal ein Warblu mit. Mal schauen, was er für ein Level hier hat. 16, ja. Ist viel geschlagen. Oh, schaut meine an. Und den Rest ist die Karte auch noch eingeblendet. So gewollt ist, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Schauen wir uns mal eben an. Nitro-Ladung. Ja. So. Hätten wir jetzt nämlich da auch schon zwei Feuerattacken.
Nehmen wir gerne mal so mit, ne? So, da vorne ist jetzt wieder ein Pokémon. Mit eben... Oh, was ist denn das? Wir kommen eh da vorne rüber, also... Setzen wir mal zum Sprung an. Das ist ein Barmelin. Schau mal, was für ein Level der denn hat. War ich etwas zu schnell? Ah, okay. Direkt drin, sehr gut. Ja, das habt ihr gerade eben gesehen, ne? Also für die Leute, die es nicht kennen, wenn der Pokéball kurz vorher einmal schüttelt, wenn das Pokémon dann quasi im Ball drin ist, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Pokémon in dem Fall tatsächlich auch im Ball bleibt. Deswegen, wie gesagt, war das jetzt klar, dass das auch dann in dem Versuch zumindest funktioniert. So, jetzt würde ich gerne hier nochmal die Münze mitnehmen. Sehr gut. Vorne ist noch ein anderes Pokémon. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin? Da komme ich so erstmal nicht rüber, oder? Nee. Ja, jetzt fahren wir eh hier runter. Jetzt sagen wir bitte nicht, ich muss jetzt mal komplett von vorne irgendwie. Nein, alles gut. Ja, da oben ist jetzt auch schon das nächste Pokémon Center. So, hier kämpfen wir nochmal eben. Hey du, ich bin per Anhalter unterwegs. Kannst du mich auf dein Reit-Pokémon mitnehmen? Nein. So. Grafik ist auch wieder nur minimal am Glitchen hier. Pokémon haben mich ganz schön mitgenommen.
Siehste. Brauchst du jetzt gar nicht mehr mit uns reisen. So einfach geht das dann, ne? So. Knochen können wir für teuer Geld verkaufen. So, wir sind am Ziel angekommen. Erstmal hier unsere Pokémon wieder heilen. Eben wieder irgendwo so eine Münze gehört. Vorne. Ja. Also auch hier schlauerweise immer die Ohren offen halten. So, dann würde ich sagen, kämpfen wir nochmal eben hier gegen den Kollegen. Nehmen zumindest das nochmal eben mit. Eine Panfee-Kralle. Wenn ich gewinne, musst du meine CD kaufen. Valentina. Machen wir wieder kurzen Prozess, ne? Ist klar. Jemand kauft heutzutage noch CDs? Ah. Ja, selten. Da suchst du doch mal irgendwie auf Spotify oder so. Das könnte vielleicht noch was geben. Mit der Karriere. Aber auch das ist keine Garantie. Oh, es klingelt. Lass mich raten. Oh, Pepper ruft an. Hey, jo. Der Herrscher des weiten Himmels soll irgendwo auf diesem Berg sein. Hier stürzen überall riesige Felsen herab, was die Suche nicht gerade ungefährlich macht. Wenn dich so einer trifft, wirst du garantiert weggeschleudert. Aber wenn du auf diesen Ding reitest, kannst du ihn vielleicht einfacher standhalten. Okay, das war jetzt der Hinweis dafür. Das sind jetzt auch die besagten Windkrafträder. Ja, ich bin froh, dass... auch geh weg. Dass unsere Windkrafträder, die wir hier so verteilt haben, dass sie nicht so stottern. Weil da hätte ich ein bisschen Angst um die Teile, wenn die da so sich komisch drehen würden, wie das jetzt hier rechts oben zu sehen ist. Aber so. Lass mich gerade mal schauen. Wir sind ja jetzt auf direktem Wege. Ja, nicht ganz. Jetzt hätten wir hier zumindest... Ja, das will ich aber jetzt auch nicht machen. Also ich würde auf jeden Fall hier mal das Thema abschließen zunächst, weil das ist ja auch das, was wir vorgeschlagen bekommen haben. Oder beziehungsweise, was uns empfohlen wurde vielmehr. Deswegen würde ich das ja natürlich auch irgendwie jetzt als erstes mal erledigen, ne? So... Ich komme nicht weiter. Komm, wir kämpfen nochmal gegen dich hier. Und da würde ich sagen, nehmen wir gleich noch ein Päuschen ein. Ich will auf den Gipfel, aber ich schaffe es nicht einmal in die Nähe. So, der Hector.
Okay, das schauen wir uns mal eben an. Unlicht. Oh, das ist natürlich. Das ist natürlich nicht schlecht. So, wir machen erstmal weiter. Denn auch hier sollten wir ja mit unserer Flugattacke ordentlich Schaden machen können. Tja, da kann man schon mal applaudieren, ne? Du hast ja noch mehr Schwung als die rollenden Felsbrocken. Natürlich. So. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, würde ich jetzt gleich gerne hier nochmal ein Päuschen einlegen. Und dann würde ich fürs nächste Video anpeilen, dass wir uns erstmal hier bis hier vorne hin weiterhin durchkämpfen. Ja. In dem Fall weiß ich tatsächlich jetzt noch nicht. Macht es Sinn? Ja, ich. Ihr merkt schon, ne? Ich bin wieder etwas unsicher, wie ich jetzt hier weiter vorgehen soll. Ja, ich würde es auf jeden Fall fürs nächste Video mal festhalten, dass wir zügig hier rüberkommen, um dann hier den Kollegen da mal Platz zu machen. Das schon mal als kleine Vorschau. Ja, da werden wir uns jetzt auch weniger mit Pokémon fangen oder kämpfen. Vielleicht den einen oder anderen Trainerkampf, den werden wir natürlich machen. Und wie gesagt, dass wir einfach zeitnah dann auch da rüberkommen, dass ihr das schon mal gehört habt. Ja, also wenn ihr da Interesse habt und das sehen wollt, schaltet auch gerne da wieder rein. Da vorne ist nochmal ein Stein, da würde ich vielleicht gerade mal kurz hinfahren. Dann holen wir zumindest erstmal die Punkte. Packen wir ein und nehmen wir mit. So, da 500 LP, sehr gut. So, und dann platzieren wir uns erstmal wieder hier auf den Weg. Vielleicht würde ich einfach fürs nächste Video festhalten, dass wir erstmal gegen die Kollegen da kämpfen und dann geht es auch zügig weiter. Ich meine, da vorne auch, wo diese Fahnen da sind, das müsste ja wahrscheinlich auch schon dieser Bereich sein, oder? Ja. Wenn wir auf jeden Fall aber auch herausfinden, dass, wie gesagt, im nächsten Video, wenn euch das hier gefallen haben sollte, ihr kennt das, ne? Ich gehe mal gerade hier in die Karte rein. Pausiert das Spiel dann? Werden wir angegriffen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich jedenfalls sehr freuen. Da würde ich mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder mit dabei seid. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Habt noch eine gute Zeit. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.